Hallo und herzlich willkommen zurück. Gut, wir machen direkt weiter. Noch was getrunken. So. Veranstaltungsauswahl. Wir haben ja hier noch ein paar Rennen. Wie das hier. Oh Gott, das sieht kompliziert aus. Ah, die Strecke sieht schwer aus. Unser heutiges Ziel ist der Boah. Circuit de Spa-Francorchamps in Belgien, der als einer der anspruchsvollsten Kurse der Welt gilt. Ja, ich hab's gerade gesehen. Das sieht wirklich nicht wirklich einfach aus. Der Controller fühlt sich echt super an in der Hand, ist echt toll. Heute? Scheiße. Ja, stimmt. Herzlich willkommen noch im neuen Jahr. Nee, oder auch nicht, oder doch? Nee, nö, doch. Nee. Quatsch, was habe ich dann letztes Jahr gesagt? Gestern. Vergiss das, was ich gestern an der Folge gesagt habe. Ich bin einen Tag zu früh. Hoppla. Nee, heute ist Neujahr. Beziehungsweise heute ist Silvester. So, wenn möglich, kein hinten drauf fahren. Wer ist eigentlich mein nächster Rivale? Ich habe das gar nicht gesehen. Fahr doch! Komm. Ah. Na. Auf mich zur Seite zu schieben. Sag mal. Wenn die alle so fahren würden wie ich, Alter, oh Gott. So schwierig ist die Strecke gar nicht. Aber okay, vielleicht kommt es noch. Ich bin ja noch nicht alles gefahren. Ist schön hier in Belgien, hier irgendwie in den Bergen oder so, wo wir auch sind. Ich muss mal beim Bremsen die Motorbremse mitbenutzen, die vergesse ich immer. Dann muss ich die Bremse auch nicht so stark beanspruchen. Die haben echt Namen teilweise, die Leute. So, Top 5 sind wir gleich, hoffentlich. Rechts überholen, geht das?
So, komm. Ja, Rivalen haben wir wieder geschlagen. Nächster Gang. Gas geben. Oh, doch bremsen. Warum? Fuck, meine Nase. Oh, musste gerade niesen. Fuck. Dieses Rennkonzept gefällt mir eigentlich ganz gut, aber Forza Horizon fand ich, um ehrlich zu sein, besser. Man hatte Open World und konnte rumfahren, wo man wollte und trotzdem so Rennen fahren. Also ich hoffe, dass vielleicht bei Forza Motorsport 7 oder ich sag mal ein Forza Horizon 2 rauskommt. Das würde ich richtig feiern, das wäre richtig cool. Ich freue mich schon, wenn wir dann hier Lamborghini und sowas fahren, vor allen Dingen den Gallardo. Der ist Zweiter, ich bin Dritter. Komm. Ja, erster. Was? What the fuck? Das muss ein Bug sein im Spiel. Das kann nicht sein, dass ich erster bin. Ich werde besser. Aber okay, das hat noch nichts zu bedeuten. Wir wissen, was ein kleiner Fahrfehler anrichten kann. Oh Gott, da kommt meine Lieblingskurve. So, nicht drehen. Ich freue mich. Neues Abzeichen. Jawohl. G10 Aufsteiger. Ja. Wie weit ist er mit der Installation? Ach, fast fertig. Ja. Geil. Ha, erste Goldmedaille. Jawohl. Jawoll. Ah, schön. Gut. Jawoll. 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 So. Next, please. Auf zum Indianapolis Motor Speedway, Heimat des weltbekannten Indianapolis 500. Was? Kenne ich nicht. Okay. Sieht wirklich sehr nach Highspeed aus. Speedway, ja. Hm.
Oh ja. Das ist eine richtige, ich sag mal, Hot Rod Rennstrecke. Oh, da gibt es aber viel Spiel auf der Map. Das wird lustig. Oh, dann mal los. Wo starten wir diesmal? Auf Platz 14. Dann mal los. Würde mich mal interessieren von euch, wer tut beim Schalten und so eher auch auf den Motorton achten und nicht auf die Drehzahl? Oh, gut, die Kurve noch gekriegt. Eieiei. Vorsichtig. Eigentlich ist Forza Motorsport 5, ich sag mal, so ein kleiner Ersatz für Need for Speed Rivals. Rivals. Ah, wieder weg. Jetzt sehe ich, jetzt kommt so eine Art Zickzack-Linie, die wir fahren müssen. Gott. Hey, wieder Luftballons. Uah. Gott, der hat ja alles mitgenommen. Da ist aber jemand sehr zärtlich in der Kurve. Ja, los. VMAX, los. Uiuiui. Guter Drift. Ich weiß nicht, ob das immer noch so gut ist, hier zu driften auf der, hier. Ob man dann schneller um die Kurven kommt, ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass ich die ganze Zeit drifte irgendwie. Das mache ich irgendwie automatisch. Vielleicht bin ich das vom Horizon gewohnt, weil da hab ich immer gedriftet. Und am Controller hier vibriert alles. Selbst die hinteren Tasten, alles vibriert an dem Controller. Kann sein, dass ich irgendwie extrem viel dazugelernt habe. Wir sind wieder auf Platz 1, ey. Also da muss ich mal Microsoft anschreiben, das muss ein Bug im Spiel sein, das geht nicht. Da liegen immer noch die Hütchen, mach die doch mal weg. Nicht rutschen. Perfekte Kurve, jawohl. So geht es.
drifte echt automatisch. Müsst ihr mal drauf achten, wenn ich um die Kurven fahre, ich drifte immer automatisch. Entweder ist das so, weil ich zu schnell in die Kurven reinfahre, oder durch das ESP. Beim Driften soll es ja eher so sein, wenn es ein perfekter Drift ist, sollen eigentlich nur die hinteren Reifen an Hitze aufbauen. Die vorderen eher nicht so. Aber so langsam komme ich ins Spiel rein, irgendwie habe ich das Gefühl. Ich glaube, ich tue mal vom Drive Tatar die Schwierigkeiten ein bisschen hochstellen. Zwar jetzt nicht gleich auf Pro, aber Überdurchschnitt würde ich sagen, weil guck mal, was für ein Abstand da hinten ist. Ist vielleicht nur so in der Anfangsphase. Ich meine, das ist bei jedem Spiel so, man muss erstmal reinkommen, bis man so ein bisschen die Automatisierung der Finger hat. Also bis man weiß, jetzt muss ich diesen Knopf drücken, jetzt muss ich diesen Knopf drücken. Ich glaube, ich erlaube mir mal was. Was macht der? Ach, dreht um. Schade. Okay. So, das war's für diese Folge. Heute ist aber der 31. Ich hoffe, ich lade richtig hoch. Dann würde ich jetzt mal sagen, wenn nicht, habe ich es gestern halt gesagt, ja. Jetzt ist es aber in 5 bis 6 Stunden soweit. Neujahr, nee, 2014. Wir sehen uns morgen wieder, aber wirklich diesmal morgen am 1.1.2014. Ungleich 2 Stufen. Jawohl. Ah, ja. Und dann mal gucken, wie das mit dem Rendern geht. Die Dateien sind echt abgefuckt groß durch die Qualität. Und mal schauen, wirklich weiter runterschieben will ich die Qualität nicht. Denn sonst wird die Qualität auf YouTube zu schlecht. Welchen Platz sind wir eigentlich? 95.000 irgendwas. Gut. Okay, wir sehen uns dann in Folge Nummer 5. Ach ja, und noch frohes Neues. Bald. In 4, 5, 6 Stunden. So, vielen, vielen Dank, dass du dir das Video angeguckt hast. Bin ich sehr dankbar natürlich für Kommentare. Bin ich natürlich auch relativ offen, sage ich mal. Du kannst bei mir mal auf meinem Hauptkanal bei YouTube halt vorbeigucken, Twitter oder Facebook, da bin ich auch vertreten. Mittlerweile auch Google Plus, das ist jetzt hier gerade nicht eingeblendet. Der Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Ja, was gibt's noch zu sagen? Nichts, einfach nichts. Gut. Wir sehen uns vielleicht beim neuen oder beim nächsten Video von mir.